Hallo Leute, ja, wir müssen schauen in dieser Folge, wo wir das Kupfer lassen, was wir hier abbauen können. Und ja, das ist dann interessant. Da müssen wir mal ins Städtchen gucken oder sowas. Und da wird irgendwo sowas hier wie dieses hier sein. Und da gibt es zum Beispiel Eisenerz, aber wir wollen ja kein Eisenerz, wir wollen ja Kupfer unterbringen. Aber hier ist eine Kupferspule auf jeden Fall oder ein Kupferkabel. Das heißt, vielleicht wollen die da sowas haben. Ne, die wollen ja Kupferkabel haben. Das heißt, wir müssen dann auch noch die Produktion an. Triggern, dass es dann besser klappt mit ja, Kupfer. Ach, hier ist Kupfer. Gut, dann wissen wir, wo es hin muss. Alles klar. Nach dem Intro mehr, ne? Oder nach dem Logo. Das ist ja erstmal eigentlich ganz nett hier, wenn wir es hier schon haben, weil hier ist ja schon ein Bahnhof. Es ist nur die Frage, ob das Einzugsgebiet dieser Logistik passt. Ja, passt auch. Das heißt, das ist ja ganz einfach dann. Ne? Da müssen wir nur einen Zug jetzt hier hinschicken. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Das ist näher ranzoomen. Wie geht denn Kippen hier? Das ist nach rechts. Das irgendwie. Da muss ich mit der rechten Maustaste? Ne, muss ich mit beiden Maustasten? Ne. So komme ich ein bisschen weiter raus. Okay. Dann schauen wir das mal an. Wir brauchen jetzt einen Zug, der dann da hinten hinfährt. Ne? Okay. Hier war die Kupferhütte, da ist unser Depot. Kaufen wir einen Zug. Und zwar den hier. Und da hängen wir. Wagen dran, die Kupfer transportieren können. Aber welche? Ist das Kupfer? Ah, hier ist einer. Die können es wohl nicht. Gut, das heißt, wir müssen, glaube ich, Shift-Taste drücken, damit wir das Schiff los, um die Einheiten hinzuzufügen. 5, 6, 6. 6 ist gut, oder? Länge 95 Meter. 382. Geld spielt weniger eine Rolle. Haben wir genug für auf jeden Fall. Ja, kaufen wir. Und dann müssen wir schauen, dass wir den hier starten lassen. Fahrzeug ist unrentabel, okay. Er soll hier. Halt, halt. Also, passt schon. Laden. Und der fährt nach da hinten. Fährt nach da hinten zum Entladen. Halt hinzufügen. Da. Entladen. Laden kann er ruhig voll machen, weil wir haben sowieso nichts. Kupfererz vom Wongteich Nord passt. Und lassen losfahren. So, er hat jetzt hier nichts. Kriegt er hier was rein? Ja, das wird wohl so sein, weil hier Steine gibt. So, das heißt, die sind auch noch nicht pleite, ne? Ne, sind sie noch nicht. Das heißt, da wird demnächst gefördert. Logistik ist angeschlossen. Das passt ja schon mal. Ach so. Logistik angeschlossen, aber vielleicht kommt hier gar nichts rein, ne? Dann müssen wir das noch sagen, oder? Logistik. Das ist Borgenteich Nord. Das ist das. Im Gebäude verfügbar, das. Ne, das ist ja gar nicht erstmal, ne? Lass uns mal schauen, kriegen wir hier noch ein Depot, irgendwie sowas in der Richtung hin? Fahrzeugdepot. Terminals, ne? Terminals will ich nicht. Ich will Lagerstätte haben. Lagerhäuser. Wo sehe ich denn, dass das mit dem da verbunden ist? Gar nicht, doch. Wenn es so ist, okay. So, dann ist verbunden. Alles klar, dann machen wir das. Und hier soll Kupfer rein. Passt. 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 Und wo ist der Zug? Und der ist ja noch nicht hier wahrscheinlich, oder? Findet keinen Weg. Wetten.
Habe ich verirrt. Ein einseitiges Signal im Weg. Hier wahrscheinlich nicht, ne? Aber vielleicht hier muss ich eine Abzweigung haben. Dass er da reinfahren kann erstmal, oder? Rauskommt er da. Aber reinkommt er dann nirgendwo. Das wird das Problem sein. Kann ich da so raus und dann eine Brücke bauen? Wäre das möglich, hier eine Brücke zu bauen und dann darüber zu kommen? Wir probieren es, oder? Aber es ist Blödsinn eigentlich, dass der da runter fährt, ne? Na komm, dann können wir das schon wieder abreißen wahrscheinlich. Wieder Gleise. Gleise legen. Brücke. Er macht da noch nicht mal eine Brücke hier, ne? Wenn ich das jetzt da baue, kann ich dann da die Brücke. Nimmt er noch nicht mal. Doch, jetzt hat er sie genommen. Das sieht doch gut aus, oder? Und jetzt wäre schön, wenn es dann hier hingehen würde. Na, tut es wieder mal nicht, ist klar. Ah, dann brauche ich keine Brücke, ey. Wieso hier nicht? Wegen dem tollen Signal wahrscheinlich, ne? Hm. Ja, will ich abreißen. Ja, will ich auch abreißen. Kriege ich das auch woanders hin? Nein. Kann der auch hier lang fahren? Könnte doch da lang fahren und dann könnte er auch von da aus da reinfahren, oder? Geht das? Warum geht das jetzt wieder nicht, ne? So, Signal her. So, jetzt muss er aber fahren können, oder? Wo ist denn jetzt das Fehlsignal? Oh Mann, ey. Wenn die doch da fahren können, dann muss er doch auch fahren können, oder? Unternehmen gegen Prakop Kupfererz. Nee, ne? Sag jetzt nicht, das war da, wo wir waren. Nein, war es nicht. Zum Glück. Ja, ich weiß nicht, warum man aus dem Lokschuppen nicht rauskommt. Kann das hier auch leider nicht finden, oder? Das sieht doch alles eigentlich gut aus. Warum fährt er da nicht hin? Der müsste hier lang fahren können. Hier nicht. Hier kann er nicht. Da kann er nicht. Kann er jetzt losfahren? Ja, jetzt fährt er. Er fährt. Ich habe das Signal gefunden. Ist nur die Frage. Eigentlich egal, ne? Lass ihn fahren. Passt erstmal. Machen wir schneller. Da kommt er. Fährt da rum, fährt den Kreis. Fährt da lang, kommt da rein. Und lädt.
Lädt nicht, ja, lädt. Sehr gut. Und fährt. Da lang. Das sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? Ja, die unrentablen Fahrzeuge, da müssen wir uns auch drum kümmern. Oh. Ist klar, ne? Zwei auf einer Strecke hier funktioniert gut. Aber das kann eigentlich nicht das Problem sein, oder? Da steht auch einer. Wieso fahren die denn nicht weiter? Warum ist hier ein Problem? Was mit dem Zug? Kommen die nicht aneinander vorbei oder was? Hier ist ja überhaupt kein Problem, ne? Ja. Signale. Ist das hier das Problem? Warte mal. Hol mal den Bagger und reiß mal dieses Stück ab, dann fahren die wieder. Aber der fährt jetzt trotzdem noch nicht, ne? Was mit dem? Der fährt immer noch nicht. Warum kann er nicht fahren? Was hat der Zug für ein Problem, ey? Warte auf offenes Signal. Ja. Auf welches denn bitte schön? Haben wir da jetzt nur so Signale, die wieder ein Problem sind? Fährt er jetzt? Warum ist dieses Signal so doof? Ich weiß es nicht, nimm es mal weg. Ich kann es mir nicht erklären, wofür es gut war, aber naja. Also die fahren jetzt erstmal alle, oder? Ach so, ich wollte gerade sagen, was habe ich da gebaut, aber das passte schon, ne? So, jetzt haben wir das erste Material, was hier ankommt. 41 Tonnen oder was es auch immer ist, sind jetzt im Lager. Verbindungen sind gegeben, Statistiken laufen. Gut, das heißt, diese Einheit ist jetzt auch versorgt, diese Fabrik. Mal weiter schauen, ne? Hier ist Holz, aber das wird wohl gar nicht angeliefert, ne? Kann das sein? 5 Nachfrage und es ist hier zwar auch ausgewählt. Ich glaube, da war hier ein Depot. Ne, will ich nicht. Hier sind Hölzer möglich, ne? Großes Lagerhaus. Aber es bringt keiner Holz dahin. Das ist unser Problem gerade. Wo haben wir denn Wald? Für Holz. Wie kommen wir da hin? Hier lang. Hier ist Holz. Hier stehen Züge, die nicht fahren. Alles klar. Oh Mann, was ist jetzt das Problem hier? Okay, sie fahren doch noch. Kommt da hinten vielleicht doch noch Holz an? Ne, der fährt nicht weiter. Der fährt auch nicht weiter. Der steht da und fährt dann wahrscheinlich auch nicht weiter. Genau so ist es. Alle Züge, die hierher kommen, fahren leider nicht dahin hin. Da sind jetzt noch 2 Holzzüge unterwegs, glaube ich. Aber die sind wahrscheinlich sowieso schon wieder zurückgekommen, oder? Der ist weitergefahren, ne? Das heißt, wir kriegen keinen Zug da hinten hin mit Holz. Das bedeutet, wir müssen noch einen Zug kaufen, der Holz transportiert, oder? Rungenwagen brauchen wir dafür.
Kaufen wir. Und dann braucht er einen Fahrplan. Hinzufügen. Laden. Und fährt da hinten hin und entlädt, oder? Ja, da sind wir falsch. Wir müssen halt hinzufügen und dann das machen. Und dann entladen. So, das passt dann. Speichern als Holz zu Borgenteich Nord und starten. Was war das jetzt hier? Borgenteich Nord. So, lass uns gucken, wo der Zug hinfährt. Da sieht wieder irgendwie komisch aus, dass sie hier nicht weiterfahren. Das ist, weil da immer einer alles blockiert, oder? Ist immer der gleiche Zug, der das blockiert, ne? Das würde bedeuten, wir müssen mal hier einen Tunnel bauen oder eine Brücke. Geht das? Das ist die Frage, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist der Tannenbaum? Wir müssen hier was abreißen. So geht's, oder? Gleise, Brücke. Hier geht's so rüber, ne, oder? Brücke. Ja, sieht irgendwie komisch aus, ne? Fahr mal raus, Zug, ich brauche eine Brücke und den muss ich hier bauen. Fährst du vermutlich hier schon rechts? Genau so ist es, das ist doch wunderbar. So, nochmal hier hin. Nochmal dahin, nochmal dahin. Bauen, ja, er hat jetzt kein Ziel wahrscheinlich. Ist auch wieder verkehrt. Ich glaube, die Brücke ist wieder nicht hoch genug. Das ist unser Problem, ne? Ja, will ich wegreißen. Ja, will ich wegreißen. Ja, will ich bauen, weil hat ja anders keinen sittlichen Nährwert hier mit euch. Auch das abreißen. Das abreißen und jetzt schnell eine Brücke bauen. Ne, Brücke. Wo kann ich die hinbauen? Da. Aber geht wieder mal nicht, ne? Ah, das sind auch Brückenbauarbeiten hier, du, ey. Kannst du sowas von vergessen, ne? Brücke weg. Gleis weg. Wir bauen Tunnel. Vielleicht sind Tunnel einfacher. Na, er hat auch schon wieder keinen Platz. So, fertig, abreißen. Damit er da auch irgendwie hinfindet. Fahr da rein und ist alles gut, ey. So, Tunnel, Gleise, Tunnel bauen. Gleise, um eine Kurve bauen. Passt. Hier anschließen, ne? Passt.
Ich hoffe, da fährt auch einer jetzt lang. So sieht es doch erstmal gut aus, oder? Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Denkst du wahrscheinlich. Ach, da ist auch noch so ein Brocken, der da steht. So, ich weiß jetzt nicht, wer wo wieder blockiert. Okay, hier war das. Oh Mann. Okay, der hat da irgendwie ein Vorsignal und deswegen fährt er nicht weiter, ne? Machte Sinn, weil da hier eine Kreuzung ist eigentlich, ne? Vielleicht sind das doch viel zu viele Signale hier, ne? Aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, ne? So, mal gucken, ob hier. Ah, da unten fährt der erste durch. Dann sieht das ja schon mal gar nicht so schlecht aus, ne, oder? Hier kommt auch einer, der fährt auch da unten durch. Aber ob der da richtig ist? Ist das sicher, dass du da hin musst? Was lädt er denn da? Ach so, okay, doch, passt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der da lang muss. Aber passte wohl. So, wie sieht es denn da hinten aus mit Unternehmen gegen Bankrott? Möbel. Ja, Möbel konnten wir noch nicht bauen, ne? Ist klar. Gut, wir machen erstmal alle Fenster zu. Müssen nächstes Mal nochmal unsere Kupfererztransportaktion schauen, wie die geworden ist. Aber das können wir auch gerade noch schnell machen. Ja, das kommt hier hinten an. Ist durchschnittlich. Das hat gut geklappt. Können wir beim nächsten Mal noch schauen, wo es nochmal Kupfererz vielleicht hin muss. Und das können wir dann auch noch beliefern. Und wir können natürlich auch gucken, wo weiter noch produziert werden muss und ob wir was forschen müssen, damit wir aus dem Kupfer Draht machen können oder Kabel. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.